Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu New Pokémon Snap. Ich bin der Blaufuchs und ihr seid hier im Fuchsbau. Wir setzen unsere Erkundung weiter vor. Im letzten Part waren wir brav in der dunklen... Gehst du auf Erkundung? Ja, in dieser dunklen, düsteren Höhle. Haben die, glaube ich, jetzt auch auf Level 2 gebracht. Aber bevor wir da gleich weitermachen... Schneefeld Nacht ist nämlich jetzt auch Level 2, dann können wir das auch einmal auf Level 2 spielen und dann gehen wir wieder in die Höhle und spielen die auf Level 2. Da ist ein bisschen Abwechslung drin, ne? Gönnen wir uns mal, oder was? Oder wie, oder was, oder wie, oder was, oder wo, oder was? Todd! Dieser geniale Fotograf ist ein alter Freund von Professor Mirror, hat sich darauf spezialisiert, Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum zu fotografieren. Früher hat er mit einem anderen Professor... Schwing! So, mal sehen, was auf Stufe 2 nachts hier so abgeht. Ah, endlich mal ein Protogel in nah und groß. Pinfar am Start. Hier ist schon wieder. Die treiben hier immer noch ihr Unwesen, ne? Komm schon, triff die Blume! Jetzt macht das Plinfer da hinten. Mir wäre so, als wäre da gerade was weggeflogen. Egal. Weiter geht's. Süd. Yep, really. Hatten wir aber schon ein paar Mal, das Motiv. Oh, scheiße, Bruder. Bestes versucht. Eine Kristallblume. Ja, ich weiß doch, dass da eine Kristallblume ist. Sandama! Nice! Noch ein Pokémon gefunden. Sehr gut. Na, ihr wieder am Start. Lass mal ein bisschen Gas geben. Nee. Rosana! Rosana! So, ich muss mal ein normales Bild von Rosana machen. So ganz normal, casual. Und ein normales, casual Bild von dieser Eistüte. Jetzt müssen wir uns richtig beeilen. Los, weg. Oh, endlich. Hat es gerade genossen? Hat es gerade ganz süß genießt? Gerade ganz süß genießt. Das dürfte somit was gebracht haben. Ups. War es jetzt wütend? Ich höre jemanden singen. Aber wo? Da oben. So, dann. Da ist ein bisschen was bei rumgekommen, würde ich sagen. Ein bisschen. Vor allen Dingen richtig schöne Vulpix-Bilder. Da-da-dam. Da-da-dam.
So, damit dürften wir hier auch durch sein. Du scheinst dich inzwischen gut auf der Strecke auszukennen, das ist korrekt. So, Botogel. Da haben wir jetzt ein Zweier-Bild. Blindfa dürften wir auf jeden Fall ein wesentlich besseres Close-Up-Bild haben. Magna Yen. Nee, das ist das andere definitiv besser. Da können wir maximal dieses Gruppenbild mal versuchen. Maschkawil. Mal ausprobieren. Dann Dama. So, Vulpix, da ist jetzt endlich mal Vernünftiges am Start. Super cute. Die blöde Eiskugel. So, und ab zum Professor mit unseren Ergebnissen, würde ich sagen, wa? Bring! Jo, lass mal loslegen. Neues Stück. Rein ins Album. Blindfa ist größer. Wollte ich gerade sagen. Nicht so schön beleuchtet, aber richtig schönes Close-Up. Hier ist eine Menge Zeug drauf, aber das Bild ist definitiv besser. Visinho das gleiche. Das werden wir so schnell nicht mehr schlagen. Och, guck mal. Es ist besser. Man sieht zwar nur Beine, aber egal. Sandama ist neu. Wir haben uns erneut ein wenig gesteigert. Hier bleiben wir bei dem. Rossana ist neu. Das ist auch... Ne, ist nicht neu, aber Vulpix deutlich besser. Und süß, vor allen Dingen süß. Da bleiben wir bei dem. Das dürfte sogar... Nein, obwohl ich das... Also es war näher dran und eigentlich ein schöneres Bild. Aber ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Na komm. Deine Fotos werden immer besser. Ich werde auch mein Bestes geben, um unsere Forschung voranzutreiben. Da könnte man langsam wirklich vorangehen, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal wieder durch die Höhle. Die ist ja jetzt auf Level 2 und wahrscheinlich wird da irgendwas passieren. Weil irgendwie muss es ja weiter vorangehen, würde ich mal sagen, ne? Und ich wüsste jetzt aktuell wieder mal nicht mehr wie. Aber das finden wir raus. Erkunden. Pschwing! Hi! Dann jetzt entlegene Höhle und die ist jetzt auf Stufe 2, das heißt, wir dürfen gespannt sein, was uns hier nun erwartet. Was erwartet? Und was erwartet? Also, das kannst du dir ja nicht ausdenken. So. Let's go! Okay, oh, 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 oh. Moin ihr beiden, das hat schon mal gut geklappt am Start. Wenn es dann gleich auch schon so losgeht, ne? Oh, seid ihr süß. Ein ganz kleines süßes WhatsApp. So, ganz entspannt, ganz entspannt, ganz entspannt. Da flog schon wieder was. Oh, 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 oh. Sehr gutes Bild geworden. Hashtag RealTalk, das musst du erstmal hinkriegen. So, wie sieht's hier aus? Es ist immer noch am Pennen. Nein, es ist jetzt wach. Das heißt, Fokus, es wird gleich wegfliegen wahrscheinlich. Gab's die vorher auch schon hier unten? Nee, ne? So ein schönes Pokémon, Alter. Ohne Spaß. Mega hübsch. Was macht hier Geräusche? Sneeble? Ach, guck mal da. Pipi.
Er ist am Pennen. Alter, du kommst hier gar nicht hinterher, was hier alles abgeht. Hier ist überall was los, es ist einfach nur verrückt. Was ist bei euch los? Sich aufgeregt. Gehen wir jetzt irgendwie anders? Das ist nur, oh ja, guck mal hier. Kämpfende Kleinstein. Die Statik sieht aus, als würde sie... Irgendwas mit der Statik, das klingt immer gut. Also ich mag es, wenn die Statik, also... Ich fühle mich immer noch sicher in unserem Vehikel. Das wird schon passen. Scheiß auf die Statik, aber wir scheinen jetzt einen anderen Weg zu fahren. Hier sind ein paar riesige Kristalle. Was ist hier los? Das ist ja verdächtig. Dieser riesige Kristall entstand wohl durch die Hitze des Magmas. Oh, hi. Blumenkiefer. Auch neu. Irgendwie mega gruselig, wenn man sich das so überlegt, dass hinten nochmal so ein Maul an dem Ding ist. Chillst du hier gerade? Ja, es chillt deine Nuggets, Alter. Ist das hier ein Dschungel oder was ist das? Cool! Was ist das? Noch mehr Rosera? Also hier unten scheint irgendwas zu sein. So eine kleine, unterirdische, schöne, muggelige Welt. Deep down. Antike Ruine. Erneut eine antike Ruine. Und ich habe wieder ein Bild von ihr gemacht. Das heißt, läuft. Dann wisst ihr, was jetzt passiert. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich noch ein weiteres leuchtendes Pokémon sehen. Diesmal haben wir wieder viele Pokémon zu Gesicht bekommen. So sieht es aus. So, nehmen wir nochmal ein Schlückchen Tee auf diese erfolgreiche Entdeckungsreise. So, dann lass uns mal gucken, Professor, was ich da alles fotografiert habe. So. Das ist auf jeden Fall ganz cute. Habe ich noch was mit zwei? Nee, dann müssen wir... besten das nehmen. Kann man jetzt mal nur gucken, ob ich was Größeres habe. Nehmen wir mal das. What's up? Das ist so süß. Wo ist das Apfelbild? Da. Das ist ja wohl mega, ja? Vivillon. Zack. X-Bat. Ehre, jetzt auch in Wach. Das Chiller zu Pyrrhus, sehr gut. Hier, wie die sich ihre Köpfe gegeneinander hauen. Auch sehr gut. Pipi! Nehmen wir lieber das. Driftlon. Blumenkiefer. Und eine antike Ruine. Gib ihm! Er holt die Goggles wieder raus, jetzt geht's los. Dann schau mal bitte. Bist du zufrieden mit meiner Leistung? Das ist doch ganz nice geworden, oder? Das gefällt ihm nicht so gut. Na gut, aber mein WhatsApp-Bild ist doch optimal. Ich wollte es gerade sagen, ne? Mega cute. Vivillon, zack. X-Bad. Jetzt am Schlafen. Waschkavil. Nochmal besser, weil jetzt auch in Wache und bessere Körperhaltung. Driftlon. Ich dachte, das hätten wir schon gehabt. Bleiben wir hier bei Pipi. Pipi.
Okay, Glibunkel. Ja gut, ich fand den jetzt den Pendener eigentlich, der so rumchillt, dann ganz nice eigentlich, aber okay. Blumkeeper. Neue Entdeckung. Und eine antike Ruine. Ihr wisst, was das bedeutet. Mal sehen, was der Prof jetzt wieder erzählt. So. Gibt es ein bisschen Erfahrungspunkte, ja? Hier fehlt einfach so ein Geräusch, dass es hochzählt, ne? Wenn du noch weiter neue Entdeckungen machst, gelingt uns vielleicht bald ein Forschungsdurchbruch. Riesenkristalle. Stahlsammler. Typ Stahl. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Alles klar. Back to the Basis Camp. Und mal schauen, was er berichtet. Da, 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 da. So Leute, was ist los? Ich hätte nicht gedacht, dass es so tief unter der Erde Pflanzen gibt. Die Welt steckt voller wundersamer Orte. Professor. Hey Professor, was wolltest du uns Wichtiges sagen? Ah ja, gute Neuigkeiten. Lass mich raten, er sagt gleich awesome. Der Professor hat das Lumina-Pokémon auf Durus gefunden. Genau. In dem riesigen Hohlraum tief in der Höhle habe ich den besagten Energieanstieg gemessen. Das muss das letzte Lumina-Pokémon sein. Ihr wisst, was zu tun ist. I know. Auf geht's, Leute. Das letzte Lumina-Pokémon. Alright! Lumina-Zone. Ich bin gespannt, was uns diesmal erwartet. Und wie wir es dazu bekommen, zu leuchten. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Äpfel draufschmeißen. Ne? Oder es mit diesen Leuchtbällen beschmeißen. Oder beides. Das Pokémon, das wir suchen, ist... ganz in deiner Nähe. Oh-oh. Das sieht doch nach Stalos aus. Sei vorsichtig, sich zu schnell zu nähern. Könnte gefährlich sein. Mach langsam. Ist okay. Oh oh. Oh oh oh. Es ist Stalos. Ich wusste es. Es ist bestimmt in einem der Tunnel. Versuch mal ein paar Stampfäpfel hineinzuwerfen. Okay. Samtäpfel. Nicht Stampfäpfel. Ich sag mal Stampfäpfel. Sind aber Sanftäpfel. Sanftäpfel. Okay, schmeißen wir mal rein da. Einfach reinschmeißen, ne? Ja, mach ich. Das ist der Plan. Oh oh. Wo wird das rauskommen? Da. Oh oh, da ist es runtergefallen. Alter Bruder. Ich treffe es halt einfach nicht, weißt du? Das ist das Problem. Oh oh, oh oh. Wo ist es jetzt?
Okay, gleich haben wir hoffentlich nochmal wieder die Chance. Aber das lief schon mal alles nicht so geil. Der Hahn hat doch schon gekriegt, aber ist egal. Das müssen wir noch ein paar Mal treffen, komm schon. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Wo? Alter, ich werde das nicht schaffen. Ja, geil. Verkackt. Ich habe den einfach nicht oft genug getroffen. Ja, also offiziell bin ich ein bisschen scheiße. Ja, läuft, würde ich sagen. Läuft sehr gut. Wir wissen auf jeden Fall, was zu tun ist, ja? Tja, es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Ja, guck dir mal meine Bilder an. Es ist leider keine Illuminitis dabei. Leider, sorry. Es gibt kein Foto, die du dem Professor zeigen könntest. Die Fotobewertung wird beendet. Danke. Diss mir ruhig nochmal einen rein. So. Ja, cool. Krieg ich ein neues Level? Nein. Bitte mach ein Foto von Stalos, wenn seine Musterung leuchtet. Ja, hab ich ja versucht, Junge. Hab ich ja versucht, aber wird jetzt nichts. Okay. Meine Lieben, wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.